So, willkommen zurück. Heute gehen wir in die Mine. Aber davor kurz vorbereiten. Also, ich schmelze gerade Eisen. Ich tue alles weg. Ich nehme nur eine Spitzhacke. Dann machen wir uns noch. Soll ich einen Eimer mitnehmen? Na, lass einen Eimer da. Lass den Eimer da. Haben wir noch Fleisch zum Braten? Nö. Kein Fleisch. Ich sehe jetzt nichts. In der anderen Kiste? Ich brauche sowieso noch Spitzhacke, also. Stein stellen wir an, ja. Spitzhacken brauchen wir auf alle Fälle. Ja, ganz viele. Und Eisenspitzhacken. Die machen wir auch mal. Genau, auch falls wir Diamanten finden. Schauen wir mal, was wir finden. Und Schwert brauchen wir natürlich auch. Echt, hier gibt's gar nichts mehr. Nö. Nur noch die Holzsachen. Hast du Stein? Ja, ich hab Stein. Und den. Was mach ich? Ich kann Kartoffeln gebraten. Nö, Schweinekoteletten. Man kann nämlich Kartoffeln braten. Mhm. Okay. Und Fackeln brauchen wir auch noch. Das Hühnchen ist auch fertig. Ich hab irgendwo Fackeln gesehen und wenn nicht, dann stell. Ja, ich hab 3 Stück gemacht. 3 Stück. Das ist zu wenig. Ich brauche jetzt mal. Wenn wir Diamanten finden wollen. Mhm. So, wir brauchen Stöcke und. Brauchst du die Kohle mit? Na, warte, ich mach grad Stöcke. Ah, okay, dann kann ich mein Stöckchen wieder zurücklegen. Dann machen wir. Dann habe ich 64 Fackeln. Ich glaube, das reicht. Kriege ich auch welche? Ja, warte mal. Hast du Stöcke? Nein, an meiner Kiste sind welche. 4 Stück. Nimm die Stöcke und ich schmeiß dir die Kohle hin. Okay, dann mache ich. Oder beziehungsweise. Oh nee, das sind noch mal 64. Fackeln. Stöcke. Achso. Die nehme ich mir dann. Warte, dann nimm das wieder und dann. Soll ich es wieder zurück tun? Na, aber nimm die Kohle mit, ich habe die reingetan in die Kiste. Ah ja, 35 Stück. Dann brauchen wir. Wo bin ich? Dann mache ich uns 2 Stück. Zack, ich habe jetzt auch 64 Fackeln. Ich glaube, sollte reichen. Stöcke lasse ich mir mal. Ich gebe dir eine Eisenspitzhacke, warte mal. Achso. Okay. Hast du? Müsstest du mit Metall zocken? Ah, ich hab's. Dann ich habe mir jetzt eine alte Spitzhacke. Die sehen gleich aus. Ja, es geht ja nicht um dieses Aussehen. Haben wir Leder oder irgendwas noch? Du hast einen Lederhut an. Du nicht? Nein, ich habe nichts mehr. Okay, warte, wir haben das. Schwert. Ne. Eisenschwert wäre gut. Würde nämlich viel Schaden machen. Sollen wir zweimal machen und haben wir kein Eisen mehr. Ja, mir fällt nämlich sonst nichts ein, was wir sonst damit noch machen könnten. Ja, wir werden eh was finden, aber Eisenschwert okay. Schadet sich in den Worten. Ja, das macht. Ich bin hier oben auf dem Bett. Mal da ist das Eisenschwert. So, jetzt habe ich es auch. Schwert, Spitzhacke, Fackel. Passt. Da ist Essen. Mit dem Pfeil nach unten. Ja, klar. Essen ist immer gut. Dann isst mal, weil du hast, glaube ich, auch. Ja. Brauchst du auch Herzen? Kann man nicht essen. Normale Spitzhacken brauchen wir auch noch. Die crafte ich auch noch ein paar. Okay, und dann gibst du mir wieder welche. Ich gucke mal, dass Schafis, wie denn gut geht. So, die Kühe sind da, ein Schaf. Wenn wir dann eine Schere haben, können wir dann unsere ganzen Schafe scheren. Mhm. Okay, hier haben wir 1, 2, 3, 4 große Kühe. Die brauchst du nur nicht schlachten, Emily. Will ich auch gar nicht. Okay. Kann man die auch schnippeln? Nö, aber melken, mit dem Eimer, glaube ich. Stimmt, dann hätten wir Milch. Aber das machen wir ein andermal. Genau. So. Du hast ja voll viele Spitzhacken. Ja, habe ich doch gesagt, ich mache. Ja, aber das sind nicht viele. Ja, ein paar halt. Ja. Warte mal, Eisenspitzhacke tue ich mir gleich mal auf die Seite. Nicht, dass auf die Seite? Ja, im Inventar auf die Seite, wenn ich sie nicht versehentlich hernehme. Und dann geht sie kaputt und dann war sie umsonst. Weil die hält ja mehr aus wie das andere nochmal. Trotzdem, es ist nur für bestimmte Dinge. Wir nehmen auf alle Fälle eine Kiste mit zum Craften. Achso, eine Crafting-Kiste.
Ich hab gedacht, du meinst eine, so eine Kiste. Ne, eine Haben wir nicht drüben welche? Wo? Hast du nicht drüben in der Höhle eine hingesetzt? Nein, ich glaube, das habe ich nicht mitgenommen. Bin mir nicht sicher. Aber einen Ofen lassen wird gelassen. Ja, einen Ofen können wir craften, wirklich, wenn es wirklich ist. Ja, so viel Stein, wie wir dort finden werden. Aber wir nehmen noch Brot mit. Brot ist wichtig. Nimmst du 4 und ich 4, dann haben wir beide Brot. Gleich viel. Wie viele Fackeln hast du? 64. 64, so wie du. Ich die 3 da rein. Danke. Stöcke brauchen wir auch. Hast du Stöcke? Nö. Aber ich habe Stöcke hier drinnen. Das sind nämlich 52. Nochmal. Den Rest nehme ich mir. Passt. So, und jetzt machen wir uns dann auf den Weg. Ja. In die... Die Küchen bräuchten auch mal wieder ein Baby. Vielleicht abonniert ihr, dann machen sie vielleicht noch eines. So, durch Wunder. Wunder, ja. Ja, komm. Warte auf mich. Ah, Hilfe, warte. Kannst du selber laufen? Wiep. Ich schwimme schon. Und unter dem Wasser. Unter dem Wasser. So. Wie, dann bin ich nämlich schneller als du. Ha, ich bin schneller als du. Dann brauchst du aber mehr Essen, gell? Oh. Ich habe aber noch nichts verloren. So, an den Anlegeplatz, zack. So, theoretisch könnten wir da drin auch ein Nachtlager aufschlagen und ein paar Betten von dem Villager holen und dann dort schlafen. Wir brauchen in der Höhle nicht schlafen. Oh, okay. In der Höhle ist es sowieso finster. Hast recht, hier ist dein Kistenboot, gell? Ja, soll es da stehen. Brauchen wir in der Höhle. Nee, stimmt, in der Höhle brauchen wir ja nicht schwimmen. Gut, cool. So, dann. Wo hab ich's denn? Da. Aber die Höhle ist doch. Na, da ist die Höhle. Hier drüben? Nein, das ist die andere Höhle, die was nur mit Wasser voll ist. Ach so. Da habe ich einen Eingang gemacht. So, also ab in die Höhle. Warte mal, jetzt bin ich falsch. Geht's da tief runter? Ja, schon. Hier geht's da tief runter. Ah, da hast du so eine Grastreppe runter gemacht. Deshalb musst du halt aufpassen, weil sonst, wenn du runterfallst, dann ist es vorbei. Ich weiß, ich bin ganz vorsichtig. Ich auch, aber ich bin das letzte Mal schon runtergefallen. So. Ja. Bist du da? Ja. Bleibst du auch da? Ja. Nein. Nicht mehr lange. Warum? Ich bin gerade. Hey, da unten liegt noch Zeug von mir schon. Oh nein, wie komme ich jetzt da hoch? Wo? Na, von hier unten. Ja, geh doch, dann grab dich doch runter, du hast doch Spitzhacken, oder? Habe ich dir keine gegeben? Nee, doch. Hast du eine Spitzhacke? Nein, Steinspitzhacken eben nicht. Wo bist denn du? Du bist auf der anderen Seite. Upsi. Und jetzt? Warte, ich komm. Hallo. Mal schauen, wo jetzt hin geht. Pass auf. Ich seh's doch. Wo bist du? Da drüben. Daddy, where are you? Ah, hier oben bist du. Ah, ich bin ja ganz auf der anderen Seite. Ups, ey. Ja, ganz gut das gemacht. Ihr wisst, ich habe bekommen. Wo ist mein? Der Mann, ich muss jetzt irgendwo vorsichtig runter und hoffen, dass ich da nicht... Oh, hallo Papa. Angegriffen werde ich mit irgendwas. Siehst du, schaust du, dass da nicht irgendwo was kommt? Weil ich sehe es gerade nicht. Ich sehe nichts. So wie ich sagen kann, hier unten liegen XP-Punkte. Oh, aber Creeper. Den habe ich nicht gesehen. Oh, da kommt auch noch ein Zombie hinterher. Ja, aber die kommen da nicht hoch, oder? Nee, es ist zu weit für die, aber der Creeper kann alles springen. Super. Und da kommt noch ein Zombie. Sonst sehe ich da nichts. Ich will mich schon wieder kaputt gehen. Ha! Der hat die Zombies erledigt. Hey, cool. Ich will da nicht zu weit reingehen, weil da sind bestimmt ganz viele Monster. Ja, wir müssen da rein. Wir müssen ja Sachen holen. Ja, aber wenn da nur ausleuchten. Warte mal, da komme ich aber zu dir runter. Ja, jetzt warte mal nämlich. Ich frage mich da jetzt immer zu dir. Wo bist denn du jetzt? Ich bin hier oben. Okay, warte. Das mache ich jetzt so. Du behältst es im Blick, gell, dass nicht irgendwas kommt hinter mir. Ich sehe es ja hinter mir nicht. Ja, ich pass auf. Keine Sorge.
Steinspitzhacke, okay. Ich muss mir dann eine Steinspitzhacke geben. Ja. Aber bau ja nicht genau unter mir, weil dann falle ich runter. Ja, ich baue so eine Art Treppe. Ich könnte mich hier theoretisch runterbauen. Was will ich nicht. Das ist nicht der Fall. So, warte mal. Das geht da, da, dann machen wir da. Ich sitze jetzt fest. Na, warte. Warte mal, wird schon wieder Nacht. Ja. Wird schon sein. Ja, es wird schon wieder Nacht. Okay, ich kann es nicht sehen. Ja, ich weiß nicht, ob ich diesen Sprung schaffe. Nee, du sollst ja da nicht springen. Jetzt warte mal. Ich grabe das hoch, dass wir da runterkommen. Ja, okay. Beziehungsweise wieder hoch. Und runter. Ich habe einen abgebauten Block von dir gesehen. Ich habe gesehen, wie du einen Block... Hey, du bist genau bei mir. Ja, ja. Hier. Hier. Dass du einen Block zu mir setzt, damit ich hier irgendwo runterkomme. Warum machst du da jetzt alles weg? Ich baue nicht alles weg, ich baue eine Treppe. Eine Wendeltreppe oder was hast du davor? Ja, so warte mal. Wo bist du jetzt? Ich bin hier oben. Wie weit bist du noch weg? Also schau, ein paar Blöcke, pass auf. Ja, du stehst doch da vorne. Die neben mir sind das, nicht dass du nicht. Oh mein Gott, den hier kann ich nicht abbauen. Nein, nicht den abbauen. Nicht den abbauen, auf dem ich stehe. Bitte. Ja. Warte mal. Ich mache jetzt den Block da weg. So. Dann kommst du. Hui. Runter. Ja, so weit holt die Hände aber nicht. Egal. Jetzt bist du selber runtergefallen. So. Selber. Jetzt warte mal. Wie weit geht's denn da runter? Stell dich mal her. Ich bin hier. Im Raum mal Steinspitzhacken, so viele wie du hast. Ich hoffe, da kommt jetzt nichts dahinter. Ja, schau mal zu mir, ob ich sie zu dir schmeiß. Ja, ja. Nein, ich muss nicht. Ja, okay, warte. Nein, nicht in mich reinstellen. Nein, ich habe mich nur darüber gestellt, ob okay, du warte. Zu mir gehen kannst. Warte, bleib mal da stehen. So? Ja, bleib auf unten stehen. Ich gehe da eins hoch. Und dann kann ich dir die Sachen geben. So, also das ist die kaputte, die gebe ich dir nicht. Dann tue ich mal das Essen da weg. Zack, zack, zack. Ich habe 13 Blöcke einfach in meinem Inventar. Also ich tue mal die Stöcke weg, den Stein weg. Eins. Hab ich. Nein, hast du nicht. Das war meins. Jetzt musst du es. Jetzt hab ich's. Ja. Und. Hier. Müsstest du haben, oder? Jupp. Super. 1, 2, 3, 4, 5. Nein, das ist meine Eisenspitzhacke. So, das heißt also, wir haben. Ah, ich habe noch eine zweite, aber die habe ich letztens verloren. Das ist egal. Essen schadet nicht. Und ein Brot noch einmal. Oh nein, noch was. Dass du meine Mühe da. Ah, dann tun wir noch mal das Fleisch. Also wir müssen uns jetzt gegenseitig Rückendeckung geben. Rückendeckung? Warum nicht vorne? Aber da könnten von überall Monster kommen. Ja, darum müssen wir ein bisschen ausleuchten. Nimm du gleich mal die Kohle mit, ich leuchte da ein bisschen aus. Welche Kohle? Wo? Die am Boden ist. Boden? Ach so, hier. Ja, am Boden ist Kohle. Ah ja, ich hab's schon gesehen. Wir setzen uns da auf alle Fälle mal eine Fackel, dass wir was sehen. Da haben wir so Lavablöcke, das wäre interessant. Ich, aber da kannst du runtergemacht. Gold. Aha. Eisenspitzhacke. Ich habe Gold gefunden. Super. Ganz viel. Au. Emily, ich werde angegriffen. Ich kann dich nicht sehen. Ja, ich schwimme gerade den Ding hoch. Achso, ja, dann war es wahrscheinlich der Lavablock. Nee. Ich habe keine Ahnung. Wo bist du? Ich bin hier unten, am Goldfarmen. Ist voll viel. Was hat mich denn angegriffen? Ich habe keine Ahnung. Holst du da Gold? Voll viel Gold, ja. Was war denn das? So viel Gold, keine Ahnung. Papa, du musst hier runterkommen, da ist so viel Gold. Ja, grab doch mal das ab. Mach ich gerade. Ja. So, das war, glaube ich, das letzte Gold. Ja. Dann komm wieder hoch. Grab dich hoch. Einfach an der Seite wie ein Ding machen. Ich hol mal die. Versuche ich gerade. Spinne da hinten? Ja, hol sie, Papa. Ich komme gleich zur Hilfe. Zu dir. I'm coming.
Mein Meißenschwert. Oh. Gib dir Rückendeckung. Pass auf, Übungs. Übungs? Ja. Achso, hier. Ja, die hat Fallschaden bekommen. Nimm mal so rum. Umgebracht. Super. Hab sie getötet. Mit dir. Au. Ich komme. Hey, wo ist die Spinne? Ah, hier. Meinst du, ich erwisch sie? Ich weiß es nicht. Direkt. Ich habe sie wieder kaputt gemacht. Ich habe jetzt schon 2 Spinnenarme und 4 Fäden. Super. Das heißt also, wir können Angel oder Pfeil und Bogen, also Pfeile, Bögen machen. Okay, hast du Pfeile? Nein, oder? Was? Nein, aber für später, nicht jetzt. Wir brauchen noch. Da ist wieder Gold. Oh. Kümmerst du dich ums Gold und ich schaue mich hier um. Ja, ich lege mir hier eine Fackel, damit ich weiß, wo ich wieder rauskomme. Also wie ich wieder rauskomme. Echt, dieses Gold. Ja, ist super, wenn wir jetzt ein bisschen Gold finden. Ja, dann können wir uns eine Goldrüstung. Oh, Skelett. Skelett? Ja, ich kümmere mich. Okay. Glaube ich nicht. Wenn du Hilfe brauchst, dann sag's mir, dann komme ich nämlich. Ah. Ich habe nämlich jetzt das ganze Gold gefarmt. Schon wieder alles, oder was? Ja, das war's. Das waren 4 Stück und die haben mir. Ich habe jetzt 11 roh. Setzt du Fackeln? Wo? Ja, irgendwo in der Umgebung, das hell ist bei uns. Und schau dich um, dass nicht hinter dir was auftaucht. Da ist schon wieder Gold. Ja, warte mal, da vorne müsste nämlich irgendwo Skelett sein. Ich setz bei dir eine Fackel. Ah, super, genau, das wollte ich auch gerade. Also hinter mir ist nichts. Ich gehe jetzt das Gold farmen, okay? Ja, geh mal Gold farmen. Ich grab mich da mal noch um. Und da ist noch Eisen. Dann hol dir Eisen. Kannst du mit der normalen Spitzhacke abbauen. Ja. Echt, dieses Gold, das ist schon voll gut. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht runterfall. Weil da geht es nämlich ganz schön tief runter. Mhm. Naja, nehmen wir es eh in den Wasserfall ab trotzdem. Farm du das Eisen, ich farm Gold. Eisen. Und immer wieder, wenn es dunkel wird, setzt Fackeln, dass wir ein bisschen was sehen. Ja, Eisen habe ich nicht so viel jetzt gerade. Das ist jetzt gerade machtig. Nee, aber ich habe voll viel Gold gefunden. Ja, können wir Goldrüstung machen. Oder Eisen. Ich habe 16 Gold. Mal sehen, was wir daraus machen können. Nicht. Ja, du brauchst die... Ja, ich weiß, aber du hast eh eine mitgenommen. Und außerdem müssen wir es zuerst schmelzen, bevor wir überhaupt was machen können. Ja, da ist voll viel Eisen, Papa. Ja, da ist viel Eisen. Gut. Ich gehe schon mal ein bisschen runter. Ja, genau. Einfach da ist was zum Verzaubern. Das kann ich, glaube ich, mit der Eisenspitzhacke abmachen. Ja, das Blaue, gell? Ja, genau, das Blaue. Genau, aber... Das ist sogar viel. Setz Fackeln. Ich habe Eisenkohl. Wir müssen uns übrigens einen Kürbiskopf aufsetzen, wenn wir einen Enderman sehen, weil die haben Angst vor denen. Okay. Vor den Kürbisköpfen. Müssen wir unbedingt anziehen, wenn wir zum Enderdrachen kommen. Müssen wir das unbedingt anziehen. Zuerst mal Kürbis. Ja. Emily, iss was, dass dein Essen wieder voll ist, weil du hast schon ein bisschen Leben verloren, so wie ich auch. Oh ja, natürlich. Ich esse gleich mein Brot. Ja. Habe ich auch gemacht. So. Dann, weil das brauchen wir oh, nämlich cool. Unbedingt zum Verzaubern. Schau mal, neuer Stein. Dunkler Stein. Ja, ich weiß, den habe ich auch. Nehmen wir mit zum Verbessern vom Haus vielleicht. Ja, genau, dass wir so ein paar Stützpfähle aus Stein machen, also aus Holz. Und der Rest aus dem dunklen Stein. Dann wären wir nämlich voll gesichert. Wie weit sind wir denn unten? Auf 4 erst, okay. Ich bin auf 3. Weil, wie von anderen Spielern gehört, oder wenn man das halt so wenig anschaut, weil wir schauen ja auch bei den anderen ein bisschen, ja. Bei minus 50 gibt es dann erst so richtig Diamanten vorkommen. Boah, also. Papa, da geht es ganz schön weiter, wo ich bin. Ja, passt doch. Wo bist denn du? Ich bin nach hinten gegangen ein bisschen. Bist du Gold farmen? Ja. Oh, das ist richtig viel Gold. Ja, ich habe auch voll viel Gold gehabt. Also viel mehr. Schau, wenn du abbaust. Bist du hier Emily, drüben? Ich bin da. Ja, hier. Die Fackeln sind. Soll ich ein bisschen was vom dunklen Stein mitnehmen? Nimm mit. Okay. Wow. Mit was kann ich das denn abbauen? Ganz normale Spitzhacke. Ganz normale Spitzhacke, okay. Haben wir einen Redstone schon gefunden? Nö, ich glaube, das kommt dann erst bei minus 50 da, wenn die Diamanten kommen. Nein, ich glaube, die kommen schon früher. Diamanten sind nur weiter unten. Ja. Aber das wir ist haben richtig cool, viel Eisen da. Wenn wir dann Diamanten finden und dann von den Tradern
also von den Villagern, dann so eine mit dem Bücherregal machen, weil er gibt uns dann nämlich Bücherregale. Und dann können wir mit dem Amboss die zusammen machen und dann noch verzaubern. Und dann noch unsere Rüstungen verzaubern. Okay. Ey, das wäre richtig cool. Ja, schauen wir, dass wir ein bisschen was farmen. So, jetzt... Ich hoffe, wir finden viele Dias. Wo finde ich denn jetzt schon wieder? Da, wo du dich runtergegraben hast. Okay, warte. Dann machen wir das jetzt kurz anders. Ich mache mir den Weg rüber. Aber bis jetzt sind wir noch nicht so vielen Monstern begegnet, so wie in der Decke. Hey, wir haben da Eisen übersehen und irgendwas in der Decke. Eisen? Nein, das Gold. Ist Gold. Da sind wir doch froh, dass wir nicht so viele haben, weil wir gehen und sterben, gell? Ja. Wer die Shorts gesehen hat, weiß nämlich, dass wir beide nicht so lange überlebt haben. Kupfer braucht man nicht. Kupfer ist eigentlich das Unnötigste in Minecraft. Ja, du kannst Kupferblöcke machen. Was ich schon cool finde, weil die verändern nämlich, wenn du Kupferblöcke setzt, verändern nämlich die Farbe irgendwann. Was, echt? Mhm. Pass auf, da unten ist dunkel, nicht, dass da plötzlich Monster. Ja, aber das sind voll viele blaue Steine. Ich weiß, ich habe da auch schon voll viele mitgenommen. Ich habe da jetzt 32 blaue Dinger. Ah, da droppen mehr wie bei Ding, oder? Wie beim, ja. Wie beim Redstone, glaube ich, oder? Nee, ich glaube, Redstone bringt sogar noch mehr. Okay, ich setze wieder Fackel. Das ist voll viel Eisen, das ist voll super. Ja, das daran mache ich mich. So. Mach mich jetzt ans Eisen. Ah, du machst Eisen. Okay. Ja, genau. Und schon. Kies. Pass auf, Kies, das kriegt mich erschreckt. Kies. Oh mein Gott. Immer wenn über den Steinen was bröckelt, dann musst du aufpassen, weil dann kommt relativ viel runter. Drum, was ich sagen wollte, du musst auch aufpassen, wenn. Ja, ich hab's gesehen. Wenn du Blöcke wegtust, schau. Was du wegtust, weil es kann sein, dass da, sag's mir, Lava oder irgendwas kommt. Hey, da ja, vor allem die Blöcke können dich können ersticken. Ja. Also die, da kannst du dann ersticken und sterben. So. Papa, warum haben wir keinen Eimer mitgenommen? Hätten wir Lava mitnehmen können. Weil wir eh Eisen gefunden haben. Und ich würde jetzt aber sagen, wir machen jetzt einen Cut. Genau. Wir bleiben in der Höhle. Ja, auf jeden Fall. Voll cool. Und dann schauen wir zu zweit weiter und wir sehen uns beim nächsten Mal. Genau, tschüssi.